Hey, Freunde der Nacht, willkommen zurück bei Lands of Lore. Fast schon traditionell speichern wir zu Beginn im 34. Video. Wir haben... schöne Geräusche hier immer, naja. Da hatten wir noch eine Balance Reserve und hier, was ist denn das hier? Aas der Vergessenheit, toll. Jetzt bleibt uns erstmal als erstes übrig Plattenrüstung. Tu mal du die hier dran. Was haben wir denn noch? Und das Kettenhemd. Beschützer. Jetzt nimmt jeder mal irgendeine Rüstung und die anderen, die wir noch aufgesammelt haben, vergleichen wir jetzt. Punkt 1. Das Zwergenkettenhemd ist das gleiche. Dankeschön. Ist das vielleicht stärker? Ja. Das ist also sehr schwach. Die Plattenrüstung ist ohnehin sehr schwach. Das Zwergenkettenhemd noch schwächer. Damit war's das für diese drei Rüstungen. Wir benötigen nur noch... was war denn die stärkste von den drei noch? 81? 81? 81? Haben die alle drei so schlecht? Ja, dann ist es egal, was wir nehmen. Dann behalten wir die goldene, weil sie schön ist. Wir brauchen nämlich nochmal eine Rüstung. Was haben wir hier noch? Ein Arzt? Gerne. Balance Reserve nehme ich gerne mit. Ah ja, hier ist dieser ehemalige, den Axtherrscher, Stufe 5. Ja, vielleicht schaffen wir das. Ein Ebenholz. Ich habe keine Ahnung, wofür die Schlüssel sind. Ich lasse jetzt einfach mal hier, in der Hoffnung, dass wir sie nicht brauchen. Den Noel-Schlüssel brauchen wir auf jeden Fall und den Valence Cube definitiv auch. Wir können ja nochmal hierher, wenn es sein muss. So, jetzt begeben wir uns wieder in das Herz dieses Dungeons. Wo ist es denn kürzer? Ja, doch, so rum. Gehen wir nördlich. An die Musik könnt ihr euch noch gewöhnen. Ich glaube nicht, dass sie sich noch ändert im Spiel. Ups, in die Richtung müssen wir wieder. So, so, so. Und da sind wir wieder. Diesen Schlüssel brauchen wir hier. So. Willkommen, Leute, im Schloss Cimmeria. Cimmeria, wie man es nennen will. Hier, sehr schön Burg Level 1 genannt. Jetzt befinden wir uns offiziell im Endgame des Spiels. Und die Gegner werden auch nicht gerade einfacher. Und die Level werden unglaublich anspruchsvoll. Ihr hört im Hintergrund, einige Gegner sind noch da. Da. Fliegende Äxte. Die richtig, richtig einpacken können. Ah, deswegen. So. Und für ihn haben wir natürlich wieder den... ups. So einmal. Nochmal. Ach, was liebe ich diesen Rubik's Cube, wollte ich jetzt gerade sagen. War's das? Fürs erste Jahr, dann kannst du jeden hier nochmal heilen. Ups, ich vergesse immer, dass das automatisch so geht, dieses Spiel sichern. Ist hier noch jemand oder wie? Wieso hat er... bin verwirrt. Aha. Das sind also riesige Schlafgemächer. Okay. Dann gehen wir nach rechts. Aber die Architektur ist durchaus gefällig. Ich finde es schön. Hallo. Hey, du Axt. Och, die sind gar nicht so stark, wie ich im Kopf hatte. Dann bleibt das wieder unser Sicherheitsspeicherstand. Wer weiß, wenn wir wie gerade eben umzingelt werden. Hallo. Ah, ich mag die Valence-Würfel. Noch einer? Nein. Nicht? Ach, das geht wieder. Das ist wieder so eine Tür. Jetzt müsste das aber gehen. Jawohl. Wo sind wir? In einem wohl etwas größeren Raum. Mit etwas in der Mitte. Schauen wir mal genau hin. Potz Blitz, das ist Dawn. How did Dawn get into such a small ball? Oh man. How did Dawn get into such a small ball? Das ist wieder großartig. Erinnert ihr euch daran, was ich gesagt hatte, dass wir einen Diamanten hier brauchen? Klirr. Conrad, Paulson, I owe you my eternal gratitude.
And what of Richard? Is he safe? We have not yet freed his highness. I shall gather our forces and return to join you soon. My best wishes go with you. Adios. Und sie hat sich wegteleportiert. Warum können wir das eigentlich nicht machen? Na gut. Dann haben wir jetzt einen Slot mehr im Inventar, weil wir den Diamanten endlich losgeworden sind. Ich bezweifle nämlich, dass wir irgendwelche Händler hier noch treffen werden. Dann können... Ah, doch. Jetzt können wir die Tür so aufmachen. So sehen hier versteckte Schalter aus. Wenig versteckt. Na gut. Weiter in Richtung Norden. Nordenei. Und ich hatte recht, die Musik ändert sich nicht mehr. Oh, ein... Leider haben wir jetzt nur noch ihn hier mit einer Fernwaffe. Seht ihr den Schalter dahinter? Den könnten wir öffnen, hätten wir eine Fernwaffe. Nur leider haben wir nur dieses Ding hier. Und das verschießt dummerweise Feuerbälle. Mal demonstrieren? Ja, genau. Daher ist es nicht optimal. Da kommen wir nicht hin. Das hatte ich vergessen, dass wir vielleicht noch einen normalen Bogen behalten. Deswegen haben wir jetzt das Problem. Hier gibt's auch nichts. Da das gleiche Spiel. Ah, doch. Hier passiert nichts. Hier ist auch kein Schalter, oder? Doch. Der Schalter führt aber in den Abgrund. Wo ist er denn? Ach, da. Da ist ein Teleport. Den möchten wir aber noch nicht benutzen. Wir schauen uns erst noch ein bisschen im Stockwerk um. Das war schlecht. Das wollte ich nämlich eigentlich gar nicht. Wo ist hier ein Knopf? Den finde ich auch so. Ich finde den Knopf. Oder auch nicht. Doch, der ist doch direkt vor meiner Nase und ich sehe ihn nicht. Oh Mann. Hi. Sind die ein bisschen knuffig finde ich sie doch schon. Na, sie haben eine sehr hohe Angriffsgeschwindigkeit. Das ist das, was sie gefährlich macht. Oh. Warum fallen die so viel es ist noch ein Geist in der Nähe. Zufällig. Na gut. Alles bitte mal heilen. Also ich wollte hier eigentlich nicht hin. Oh ja. Wobei? Ja, hinter uns ist eine Mauer. Und hier sehen wir eine Kobra-Figur. Die Kobra findet eine Kobra. Welch wunderschöne. Was hat der Knopf gebracht? Egal, ich habe jetzt einen Knopf gedrückt. Zwei Knöpfe gedrückt. Und wir haben jetzt eine Kobra-Figur. Was die zu bieten hat, sieht man später. Davon gibt es noch einige mehr. Da unsere drei Recken zu dumm sind zu springen, Geronimo, müssen wir wohl nach unten fallen. Und wir landen wieder hier. Das war der Grund, warum ich mich weigere, die kurze Version dieses Levels zu spielen und einfach nur die drei Gastgeber zu töten. Und dann erst... und dann einfach mit dem geklauten Schlüssel hier rein. Wenigstens ist jetzt die Etage gegnerfrei, sonst wären wir hier richtig gefickt. Ups, wo ist denn unser Valence Cube? Da. Man sollte ihn immer bereithalten. So viel dazu. Ich höre sie wieder. Ich höre euch tapsen. Aber wo gehen wir als nächstes hin? Wie wär's mit geradeaus? Oh, ein Schlüssel. Ein kleiner Schlüssel. In Ordnung. Kleine Schlüssel gefallen mir. Da sind... Was? Werfen die Feuerbälle? Ihr wollt mich vereiern, oder? Wo sind sie? Da ist er. Hallo. Wow. Heilen Stufe 4. Ah, ich musste mir das abgewöhnen.
Aha. Das war so nicht geplant. Ah, das ist... Wir könnten hier also unendlich uns aufleveln. Denn jedes Mal, wenn wir den Knopf drücken, erscheinen Gegner hinter uns. Ja, Scotia hat schon eine perfide Art der Fallenstellung. So, einmal und komm, lässt du... Danke. Kann er denn auch schon Heilenstufe 4 machen? Nö, aber er. Ein Schlafgemach? Zumindest scheint mir das so. Ohne irgendeinen Nutzen. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Oh, die Tor... Diese Tür scheint blockiert zu sein. Ist die blockiert, wenn wir hier zumachen vielleicht? Okay, so nicht. Ups. Hey! Long time no see. So, wo ist der andere? Ah, da sind welche. Ach, was würde ich doch ohne diesen Valence Cube machen? Hallo? Noch einer? Hallo? Ups, nein, nicht die Hand. Bitch slappen müssen wir dich nicht. Das heben wir für Scotia auf. So. Weil ich jetzt so eine tiefe Stimme für mich selber habe, weil mein Hals so kratzig ist, komme ich mir ein bisschen wieder Gerogon vor, vor allem wenn ich so sage. Müsst ihr unbedingt mal reinschauen, der spielt genau solche Spiele. Hat aber durch sein lustiges, also sein tolles Mikrofon eine ziemlich coole und bassige Stimme beieinander. Ein Knopf. Knöpf. Hi. Mhm, es wird absurd. Hey, na was geht ab? So, das hätten wir. Kann man das vielleicht irgendwie einfrieren? Zu nah dran und den... Ah, aber es funktioniert. Bitte, wenn er offen ist. Nein. Zu nah dran jetzt auf einmal. So vielleicht? Nein, funktioniert nicht. Hä? Och, kommt, Leute. Ach, der lebt noch. Na, da schau her. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig als Geronimo. Durch. Phew. Hatte was Indiana Jones-mäßiges. Da ist also ein... Ah ja, hier. Was haben wir denn hier? Leider gar nichts. Leider geil. Da gibt's nicht... Ah. It appears to be a most ornate lock. That doesn't appear to be how you use this. Es ist ein Schlüssel. Und ein Schlüsselloch. So benutzt man das. There is no way to pick this lock. Okay, wir müssen den... Hi. Wir müssen einen anderen Schlüssel hier verwenden. Noch einer von denen. Ich will auch meine eigenen fliegenden Äxte. So. Dann gibt es wieder mal eine kleine Heilkur. Da waren wir noch nicht, okay. Da vielleicht. Hallo. Oha, was war das? Nun gut. Wieder nichts. Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir schon. Das war das, wenn wir hier drücken, ne? Nun gut. Dann schauen wir im nächsten Video, wie wir hier weiterkommen. Jo, bis dann, Leute. Bis dann.